Darf ich noch mal stören? Willst du es nicht ohnehin machen? Stimmt. Ich will den Schlüssel. Hast du den Schlüssel für die Spelunkentoilette? Ja, aber ich brauche ihn noch. Ich habe da eine Wette am Laufen. Du hast gewettet, dass du die Toilette benutzen wirst? Ja, aber noch konnte ich mich einfach nicht überwinden. Hast du etwa Schiss? Noch nicht genug. Ich gehe da mal wieder. Mach das. Ich würde schon gerne auf die Toilette. Na gut. Ich gehe halt wieder runter. Oder nee, ich gehe nochmal zu ihm. Sag ihm, ich krieg den Schlüssel. Hi. Willst du jetzt? Nee, geht nicht. Bis später. Komm wieder, wenn du einen Drink kaufen möchtest. Ich komme nicht an die Spelunken-Toilettentür. Oh, warte mal, halt. Zurück. Ich möchte nochmal die Jukebox. Ich möchte jetzt. Nee, geht. Oh, doch. Er hat auf jeden Fall umgeblättert. Das stimmt. Kommt nur trotzdem das gleiche raus. So, also der Generator, den kann man kaputt machen mit der Zucker, mit dem Zuckerhäse. Weiß zwar noch nicht wieso. Aber eigentlich wollte ich ja irgendwas kaufen gehen. Ich mache schon wieder überhaupt nicht das, was ich trinke, mal was erhalten. Schon wieder. Ja, dann trinke ich doch mal was. Wie war das gleich? War Zucker im Tank gut oder schlecht für den Motor? Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Oh. Ah ja. Es war schlecht. Dachte ich mir's doch. Dann gehen wir nochmal in die Spielung voran. Oha, ganz schön duster hier. Aber noch lange nicht so duster, dass ich mein legendäres Sonar-Gehör zum Einsatz bringen müsste. Immerhin habe ich die leuchtendsten Augen des ganzen Südwestquadranten. Endlich macht es sich bezahlt, dass ich als Kind immer Quecksilberdämpfe eingeatmet habe. Okay. Ich will nochmal zu ihm. Darf ich stören? Solange du im Licht bleibst, wo ich dich sehen kann. Aber hier ist doch alles dunkel. Genau. Okay. Ich gehe da mal wieder. Mach das. Oh, warte mal, vielleicht Darf kann ich jetzt stören? Mit ihm spielen? Solange du... Aber hier ist... Genau. Vielleicht kann ich jetzt mit ihm spielen. Lass uns spielen. Gerne. Aber als ich zuletzt nachgesehen... das... Haha. wieso? Das sind keine Offiziere. Sie können wieder... Geht nicht. Okay. Ich gehe da mal. Mach das. Hier lässt er mich nicht. Nur mal zu dem. Na? Gehst du da runter? Geht doch. Au! Aua. Okay. Nichts passiert. Hi. Ah, du schon wieder. Willst du jetzt endlich was bestellen? Nee. Bis später. Komm wieder, wenn du einen Drink kaufen möchtest. Aber hier, unser Spieler, ich kann dem die... Das lustige Lümmeltier... Das ist leise. Okay, jetzt kann ich das lustige Lümmeltütenspiel dem Gondolero geben. Das ist nice. Ja, dann gehen wir wieder. Oh, das könnte ich jetzt mehrfach machen, bis ich alle Lieder habe. Das mache ich jetzt. Ich glaube, ich jetzt alle Lieder. Da. Hast du denn überhaupt schon das nächste Lied gewählt? Stimmt, habe ich nicht. Stopp. Muss das nächste Lied wählen. Weil es das lustige Lümmeltütenlied. Dann nehmen wir den Tango. So, Daumen Tango. Zack. Wir gehen wieder hoch. Wir machen den Zuckertrick nochmal. Verlangt. Tada! Der Zwerg schläft. Ja. War ja auch das Licht aus. Ja. Jetzt schläft er wieder. Schauen wir ihm der toten Tauben-Tango. Und jetzt leise. Hä? Oh, ich hab jetzt das andere dann hingelegt. Kannst nur Und eins klauen. Leise? Dann will ich natürlich das andere klauen. Okay,
Das wusste ich nicht, dass ich nur eins glauben kann. So. Das gehen wir jetzt im Gondolero. Gondolere. Wie wär's, wenn du mal zur Abwechslung was anderes spielst? Hier. Das lustige Lümmeltütenlied. Das ist aber nicht besonders romantico, aber... Vabene, ich werde geben meine Bestes. Was ja nicht viel ist. Prego. Kannst du nicht mal was an... Oh, con piacere. Ma sfortunamente, aber leider. Ich habe nur das eine Notenblatt. Nicht alles. Okay. Aber hast doch jetzt zwei. Was für ein Ding? Okay, wohin jetzt? Vielleicht das öfter machen? Weiß nicht, ob ich noch mehr Lieder klauen kann. Kann's versuchen. Kann es versuchen, ob das geht. Sei dahingestellt. Bam, badam. Oh, Sole mio. Okay, hat gesungen. Sehr gut, gehen wieder rein. Die Klauen nehmen das nächste. Auch war runter. Hallo? Gehen wir nach unten. Ist mir sogar nicht mal gefallen. Und jetzt leise. Hups. Okay. Funktioniert. Gehen wir das nächste auch. Bam, badam. Gondolere. Wie wär's, wenn du mal zur Abwechslung was anderes spielst? Hier. Der tote Taubentango. Das ist aber nicht besonders romantico. Er tauscht die aber auch aus. Va bene, ich werde geben meine Bestes. Was ja nicht viel ist. Okay, er nimmt die wirklich 1:1 wieder mit. Okay, schade. Nee, dann bringt mir das nichts. Laufen wir noch da. Da sind immer. Obwohl ich. Ich zu den Dogs. Ich gehe mal Fragezeichen. Sagen. Bin ich denn hier? Welcher Amateur hat die denn montiert? Die müsste dringend mal neu ausgerichtet werden. Dann machen wir das doch mal. Welcher Amateur hat die denn montiert? Die müsste dringend mal neu ausgerichtet werden. Ja, oder so. Upsi, warum passiert mir das eigentlich immer bei Antennen? Weiß nicht, weil du die mitnehmen willst? Das muss eine dieser echten Turnierhände für Profi-Schnick-Schnack-Schnuck sein. Ich muss unbedingt an Bord dieses Tauchboots gelangen. Ich will da nicht hin. Aus irgendeinem Grund. Ich fühle mich irgendwie beobachtet. Okay. Irgendwas da ist. Das ist eine Klappe. Dann mal woanders. Okay. Viel Autos. Erfolg. Danke. Hey du, was schleichst du hier rum? Meinst du etwa mich? Natürlich meine ich dich. Oder hast du noch einen unsichtbaren Kumpel dabei? Ha, oh. Wenn ich einen Kumpel dabei hätte, wäre der bestimmt nicht halb so unsichtbar wie ich. Denn ich bewege mich unauffällig wie ein Ninja. Hey, ja. Von wegen. Bei deinem Getrampel würde ich dich selbst dann noch bemerken, wenn du durch den goldenen Drachen der Unsichtbarkeit aus Gilligans Gadget Shop getarnt wärst. Ha, was ein echter Ninja ist, der braucht doch keine Gadgets. Ich kann mich jederzeit mittels meiner geheimen Stealth-Kräfte in Luft auflösen. Dann tu das bitte. Ich will dich hier nicht mehr sehen. Verstanden? Komm an. Ich möchte dahin. Ach nee. Wenn jemand zuguckt, kann ich nicht. Kann ich da was draufkleben? Ich will den Eimer drüber stulpen. Ach nee. Okay. Eimer will er nicht. Aber Leute, die Idee von Lumi gefällt mir. Oh, Sole mio. So,
Ich möchte das Krabbenlied. Nein, ich möchte darunter. Ich möchte, nein, nicht tote Klauen. Ich möchte das Paarungslied der Krabben. Du kannst dich an kein einziges Rätsel mehr erinnern. Also ich kann mich noch gut erinnern. Ich finde das nämlich eine sehr gute Idee, dass wir etwas Romantisches ihm geben, weil er sich ja beschwert, dass er nichts Romantisches hat. Nein, wird er nicht. Rufus wird nicht beobachtet. So, gehen wieder runter. Wir möchten das klauen. Und jetzt leise? Ja, oh sole mio. So, geben wir das, geben wir ihm das. Condoleri, wie wäre es mit einem Paarungsruf? Wie wär's, wenn du mal zur Abwechslung was anderes spielst? Hier. Das Paarungslied der Schrottkrabben. Magnifico! Endlich eine Canzone, molto romantico. Und solange sind keine Schrottkrabben in die Nähe, ist non pericoloso. Ach, mille grazie. Okay. Prego. Arrivederci. Was? Ach, nichts. Okay, das ist schon mal nice. Aber vielleicht, wenn er jetzt singt, wo waren das andere? Verdammt. Da, wo die ganzen Schrottkrabben waren. Was kann ich eigentlich hier noch machen? Kann ich in so einen Laden? Herzlich willkommen in Gilligan's Gadget Garten. Es bedient Sie Ihr Shop-O-Mat 2000. Da, also wie kommt da kann nicht ich raus? Ihnen helfen? Doc schickt mich, um einen Satz Datasetten abzuholen. Aber natürlich, wir haben zurzeit zwei unterschiedliche Marken im Sortiment. Die erste Sorte heißt Platinum Proof Professional. Sie sind etwas teurer, haben dafür aber die bessere Qualität. Es gibt aber noch eine billigere Sorte. Cowboy Dodos lustige Allzweck-Datasetten. Sie sind zwar qualitativ nicht ganz so hochwertig, dafür gibt es einen bunten Lolli gratis dazu. Ein Lolli? Also, welche Marke darf es denn sein? Ja, also ich muss halt gestehen, ich würde halt schon die Professionellen nehmen. Obwohl das mit dem Lolli natürlich sehr lustig ist. Was denke ich mit dem Kerl da oben? Das ist Gilligan. Sind es auch wirklich die guten Datasetten? Natürlich. Immerhin geht es hier um Golds Bewusstsein. Oh nein, er hat den Lolli in der Hand. Dann kann es ja losgehen. Ja. Aber ich hab. Oh, für die Profi-Dinger klicken sollen. Ist egal, was du klickst, der nimmt immer die. Okay. Hat es funktioniert? Ich weiß nicht. Irgendwas stimmt nicht. Rufus? War ja klar. Warum drängt sich eigentlich immer, wenn ich dich sehe, dieselbe Frage auf? Wer ist der gut aussehende Typ in dem Mantel? Wo bin ich hier? Weil dich meine magnetische Ausstrahlung orientierungslos macht. Im Ernst, wohin hast du mich diesmal verschleppt? Und warum stinkt es hier so? Das ist hier der schwimmende Schwarzmarkt. Du bist in Sicherheit. Sicherheit? Rufus, ich war gerade auf dem Weg nach Elysium. Okay, schon, aber mit dem Falschen. Cletus wollte mir helfen. Und du traust diesem verlogenen Schmierlappen? Tja, wem glaube ich wohl eher? Meinem Verlobten oder seiner billigen Imitation? Was ist denn bloß los mit dir? Was los ist? Ich wache auf und finde mich in einem stinkenden Folterkeller wieder. Das ist los. Mich juckt es bereits überall, nur weil ich diese schadstoffverseuchte Luft atmen muss. Oh, mir wird übel. Ich muss hier raus. Keine gute Idee. Bleib hier. Stopp. Draußen. Nein. Oh oh.
Sie ist ganz schön sauer. Das täuscht. Ich habe eine gewisse Wirkung auf temperamentvolle Frauen. Sie werden temperamentvoll? Sehr witzig. Ja, nicht der Lolli. Aber sie kam mir tatsächlich ein wenig biestig vor. Bist du sicher, dass du bei ihr nichts durcheinander gebracht hast? Ich glaube, ich habe tatsächlich eine Erklärung. Die Datasette wurde nicht vollständig beschrieben. Fast so, als wären es die Billigen gewesen. Nicht billiger als deine Ausreden. Wie es scheint, wurde ihr Bewusstsein in drei Teile gespalten. Die Frau, die da gerade aus dem Labor gestapft ist, ist also nur ein Teil von Goal? Und nicht der angenehmste, wie ich hoffe. Echt mal, Doc. Ich dachte, du bist ein Fachmann. Es ist nichts, was ich nicht wieder reparieren ließe. Dazu brauche ich allerdings alle drei Datasetten. Also auch die, die jetzt gerade in ihrem Implantat steckt. Außerdem kann ich den Eingriff nicht ohne die Unterstützung der Patientin vornehmen. Also müssen alle drei Teile von Goal kooperieren, bevor ich mit der Operation loslegen kann. Na, so wie die gelaunt ist, ist sie bestimmt ganz begeistert, sich nochmal den Schädel aufklappen zu lassen. Ja, vielleicht fängst du lieber mit einem anderen Teil ihres Charakters an. Hä? Nimm die zwei Datasetten, die noch im Auswurfschacht liegen. Und das hier. Was ist das? Eine Fernbedienung? Nicht ganz. Siehst du das Fach an der Rückseite? Leg einfach eine der anderen Datasetten ein und drück den Knopf, wenn du in Goals Nähe bist. Sag ich doch, eine Fernbedienung. Es ist schon etwas komplizierter. Die Daten werden in einen Puffer geschrieben und... Ich kann zwischen zwei Charakteren hin und her zappen. Nein. Ja, drei Seiten. So ähnlich, aber... Wie bei einer Fernbedienung. Genau. Wie bei einer Fernbedienung. Cool. So eine hätte ich mal für Toni haben sollen. Beeil dich, Rufus. Je länger sich die einzelnen Charaktersplitter an ihre Selbstständigkeit gewöhnt haben, umso schwieriger wird es, sie zur Operation zu überreden. Suche Goal und überzeuge sie. Alle drei Teile von ihr. Ich bereite hier schon einmal alles Weitere vor. Na dann, auf geht's. Okay, also suchen wir jetzt Goal. Gut. Ja. Eine Goal. Eine Goal. Ich will nochmal in die Schublade. Okay, lass mich nicht. Ist ja schon gut. Ich suche eine Goal. Aber wo ist sie? Das ist, nee, das ist auf. Das wird lustig. Ein Venedig. Hallo! Test, Test! Achtung, Achtung! Eine wichtige Durchsage! Ein Komet nähert sich dem schwimmenden Schwarzmarkt. Ich wiederhole! Ein Komet nähert sich dem schwimmenden Schwarzmarkt. Um eine Panik zu vermeiden, sollten Sie den Freitod als Option in Betracht ziehen. Okay, er ist Wer gut. auch immer dieses Rohr designt hat, hat eine erfrischende Respektlosigkeit gegenüber jedem Sinn für Effektivität an den Tag gelegt. Okay, hier ist eine Tür. Was ist hier noch? Rohrventil. Damit lässt sich das Rohr verschließen. Im Augenblick. Ups. Damit lässt sich das Rohr verschließen. Im Augenblick ist es auf. Na super, jetzt ist das Rohr zu. Aber gebracht hat es mir gar nichts. Ich lasse es wohl lieber erstmal auf. Und behalte das für den Fall der Fälle im Hinterkopf. Okay. Bin noch nichts. Geh mal da rein. Mal gucken, vielleicht ist er da drin. Ich fasse es nicht. Es ist mir egal, ob ihr die neuen Nachbarn seid. Da könnte Stefanos Stiletti persönlich mit einem Kuchen vor der Tür stehen. Ich würde ihm trotzdem mit der Nagelpistole... Was zum... Wer bist du denn? Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Das glaube ich allerdings auch. Aber ich habe eine gute Nachricht. Oft wird dir das nicht mehr passieren. Weil ich den Weg dann kenne, nicht wahr? Eher, weil dir dann die körperlichen Voraussetzungen fürs Laufen fehlen werden. Okay. Kennst du Captain Bozo? Captain? Ist man jetzt schon Captain, wenn man einen rostigen Müllkutter über Wasser halten kann? Der einzige Captain, den ich kenne, ist Captain Seagull oben in Bellevue. Aber im Vergleich zu dem affektierten Idioten ist mir Bozo allemal lieber. Also kennst du ihn? Ich trage gerade seine Unterwäsche, wenn du es genau wissen willst. Nein. Wollte ich nicht. Ich hätte gerne ein Messer. In den Bauch oder ins Auge? Kannst du beides haben. Findest du es klug, so mit potenziellen Kunden umzuspringen? Du willst ein potenzieller Kunde sein? So wie du rumläufst? Sei froh, dass ich dich noch nicht erschossen habe. Mit Betonung auf noch. Okay.
Was hast du denn so im Angebot? Im Moment hauptsächlich Stich- und Schnittwunden für Nerven der Hausierer. Holla, die Waldfee. Okay, geh dann mal lieber. Ich geh dann mal wieder. Und wehe, du gehst mir noch mal auf die Nerven. Okay. Ja, Bozo hat eine sehr reizende Freundin. Ja. Obwohl, das Wort, was ich gesucht habe, war gereizt. Go, go! Mufus Gummiarm! Wie kriege ich... Tja, also, sonst klappt das immer. Ich will ja eigentlich an diese Dinge, aber dafür muss ich an die Klappe. Und in der Klappe, da fällt mich der Kerl auf. Habe ich irgendwas, mit dem ich das aufhalten kann? Nö. Okay. Der Kerl hatte dir schon einen Tipp gegeben. Hatte er? Hatte er.